Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, beim letzten Mal waren wir hier oben im Wald unterwegs und haben für Iberion einen kleinen Auftrag ausgeführt. Und zwar sollten wir uns auf die Suche nach dem Novizen Nyras machen, beziehungsweise eigentlich nach dem Fokusstein. Und ja, der Novize Nyras wurde vorher schon auf diese Reise geschickt, ist aber nicht zurückgekommen und wir sind hochgegangen. Haben den Novizen gefunden, ihn verprügelt und ihm den Fokusstein abgenommen, denn der ist so ein bisschen durchgedreht. Ja, und den haben wir jetzt im Inventar. Irgendwo hier hinten, glaube ich. Genau hier. Der Fokus von der Meeresklippe. Und ja, den können wir jetzt zurück zu Iberion bringen. Zumindest ist das eine Option. Wir haben noch ein paar andere Sachen, die wir jetzt machen können. Zum Beispiel könnten wir einmal im alten Lager und im neuen Lager vorbeischauen. Was es da so an neuen Waffen gibt, ob wir da irgendwie was Schönes finden können, wobei ich eigentlich glaube, dass wir schon aus dem letzten Kapitel hier den Furchtbringer, dass das noch besser ist als alles, was wir jetzt momentan kriegen können. Ich weiß gar nicht mehr, um ehrlich zu sein, wo wir die Waffe überhaupt her haben. Die haben wir wahrscheinlich irgendeinem, naja, ich will jetzt nicht sagen armen Schlucker, sondern irgendeinem halt abgenommen, den wir besiegt haben. Und ich glaube, das war relativ anstrengend. Aber egal, wir haben auf jeden Fall diese Waffe und, ja, aus dem Grund würde ich jetzt doch lieber erstmal ins Sektenlager zurückgehen und da den Fokusstein hinbringen. Alternativ könnten wir aber auch einmal ein bisschen durch die Wälder reisen und verschiedene Monster abschlachten, einfach um etwas Erfahrung einzusammeln und damit auch Lernpunkte. Aber ich glaube, das mache ich erst später. Ich meine, im Grunde will ich ja jetzt momentan erstmal nur die Story vorantreiben und ein bisschen weiterkommen. Und es gibt aktuell nicht so viel, was ich lernen möchte. Also eventuell muss ich noch was lernen. Das muss ich mal schauen, je nachdem, wie gut ich jetzt mit den Gegnern in nächster Zeit klarkomme. Da muss ich eventuell noch ein bisschen Stärke lernen. Oder vielleicht doch das Waffentalent Einhänder auf Meister, statt nur auf ausgebildet. Denn dann sind wir noch ein bisschen besser. Ich meine, ist ja offensichtlich. Aber schauen wir mal. Wir versuchen erstmal, oder ich möchte erstmal versuchen, ob wir so weiter klarkommen. Ja. Wie viel Uhr haben wir eigentlich? 16:50 Uhr, ja. Das ist schon Nachmittag, relativ fortgeschritten. Ich nehme mal hier eine kleine Abkürzung. Wir schwimmen einfach mal durch das Sumpfwasser hindurch. Das ist bestimmt sehr gesund. Das sieht auch so aus, als würde ich das jederzeit trinken wollen, dieses Sumpfwasser. Ja. Hat bestimmt einen sehr würzigen Geschmack. Naja, egal. Auf sowas müssen wir in diesem Spiel ja Gott sei Dank keine Rücksicht nehmen. Es gibt ja durchaus irgendwelche Survival-Spiele, wo man dann in einer Welt gestrandet ist und da überleben muss. Und da muss man auch auf Krankheiten achten und auf seine Wunden und aufpassen. Aber Gothic ist da ja nicht so schlimm. So, Iberion, wir haben hier den Fokusstein für dich. Sagen wir immer erstmal, dass der Novize Nyras den Verstand verloren hat. Der Novize Nyras hat den Verstand verloren. Er faselte davon, dass der Schläfer zu ihm gesprochen habe und ihn als einzigen Diener auserwählte. Dann griff er mich sogar an und wollte mich töten. Die Macht des Schläfers ist so gewaltig, dass sie unvorbereitete Seelen in Verwirrung stürzen kann. Nur wir Gurus haben durch jahrelanges Meditieren die seelische Stärke gewonnen, die Stimme des allmächtigen Schläfers zu ertragen. Aha. Ich habe den Fokus gefunden. Hervorragend! Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Bring nun den Fokus zu Kor'Kalom. Er wird wissen, was zu tun ist. Ja, ich würde sagen, da wir dem Lager hier nicht angehören und eigentlich nur zufällig vorbeigekommen sind, fragen wir mal nach einer Belohnung. Wie sieht's mit einer Belohnung aus? Da du kein Bruder unserer Gemeinschaft bist, Haha. werde ich dich entlohnen. Nimm dieses Amulett als Zeichen meiner Dankbarkeit. Dankeschön. So, was haben wir denn da Schönes bekommen? Lohnt sich das überhaupt? Ja, wenn ich jetzt wüsste, was wir vorhatten. Was haben wir denn ausgerüstet? Wir haben ein Amulett der Steinhaut ausgerüstet mit Schutz vor Waffen 15 und Schutz vor Pfeilen 15. Das haben wir, glaube ich, aus irgendeiner Kiste geklaut. Da wird alles, was wir bekommen haben, wahrscheinlich nicht so gut sein. Ich meine, wir haben ein Amulett der Flammen, Schutz vor Feuer 10. Das kann eventuell noch nützlich werden. Und ansonsten haben wir dreimal Harnisch-Amulett, das einfach Schutz vor Waffen 15 gibt. Aber das ist in unserem Amulett der Steinhaut ja sowieso schon mit drin.
Moment, was haben wir eigentlich für Ringe? Ring der Kraft. Achso, ja, zweimal Stärke Bonus. Ich glaube, die werde ich momentan noch erstmal behalten. Denn Stärke 54 kann uns noch nützlich werden. Später werde ich die dann gegen andere Ringe eintauschen, die uns irgendwie mehr Mana geben oder mehr Rüstung. Schauen wir mal. Aber momentan ist das, glaube ich, ganz gut so. Naja, und im Zweifelsfall haben wir halt dadurch ein bisschen Erz bekommen durch das Amulett. Ich meine, selbst wenn das jetzt... wobei, die sind alle gleich viel wert. Dann sind das nochmal eben so 600 Erz, die wir bekommen haben. Finde ich, ist ganz gut. Nun, dann gehen wir jetzt zu Korkalam und fragen ihn, was wir denn Schönes tun können. Der ist ja da oben in seiner Hütte und macht irgendwelche Experimente mit Minecrawler-Zangen. Haben wir da eigentlich noch welche, die wir ihm irgendwie geben könnten? Ich glaube nicht, ne? Denn da hat er welche angenommen. Oh Gott, wir haben so viel Zeug dabei. Wolfsfelle. Gut. Oh, wir können uns auch direkt noch Sumpfgras abholen, wenn wir schon da sind. Was wir auch tun sollten, ist mal irgendwie einen Händler aufsuchen, der uns Dietriche verkaufen kann. Ich bin mir gerade nicht sicher, wo wir die bekommen können. Ich vermute mal im neuen Lager bei Mordrak. Im alten Lager? Das wird schwierig, ja, aber bestimmt auch. Hier im Sumpflager habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. 3 schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Dankeschön. Hast du ich will handeln. Was willst du dabei haben? Oder willst du was verkaufen? Du hast wahrscheinlich nur ein bisschen Erz, Sumpfgras, aber wir können ja dir so ein bisschen was andrehen. Ich meine, 237 Erz hast du. Allein unsere Schattenkluft ist schon 750 wert. Schürferklamotten. Ist mir alles zu viel wert. In der Lebenskraft. Ach ja, komm, hier, nimm doch mal so ein... Oh, okay, wir kriegen nur die Hälfte, das hatte ich vergessen. Dann sind es aber immer noch 300 Erz, die wir bekommen haben für ein Amulett. Aber gut, dann... Ach, Schürferklamotten. Eigentlich würde ich die Rüstung ja gerne behalten, aus sentimentalen Gründen. Deswegen... Ja, komm, hier noch ein paar Pokale, die brauchen wir sowieso nicht. 240 ist ein bisschen viel. Nehmen wir einen Pokal wieder zurück. So, dann mal her mit dem Erz. Ist ja nicht so, als hätten wir schon genug. Dankeschön. So, dann gehen wir mal hoch zu Korkalom. Ist auch natürlich sehr interessant, dass Iberion das wahnsinnig Werden des Novizen Nyras einfach so hinnimmt. Also der scheint entweder nicht besonders beliebt gewesen zu sein. Wobei, dann wäre er wahrscheinlich nicht auf diese Aufgabe geschickt worden, den Fokusstein zu holen, wenn er hier irgendwie nicht sehr hoch angesehen wäre im Lager. Also beziehungsweise wenn er, was ist denn das Gegenteil von hoch angesehen? Niedrig angesehen klingt irgendwie komisch. Tief angesehen? Nein. Aber nicht hoch angesehen ist jetzt irgendwie, man muss ja wahrscheinlich nicht hoch angesehen sein, um irgendwie auf so einen Task geschickt zu werden. Jetzt habe ich schon wieder auf einen Task geschickt. Auf so eine Reise, auf so eine Aufgabe geschickt zu werden. Wie auch immer, egal. Ihr wisst, was ich meine. Hoffe ich. Egal, reden wir erstmal mit Korkalom. Du bist Korkalom, ne? Ja. Was willst du? Iberion schickt mich. Ich habe den Fokus. Ah, der Fokus. Jetzt kann ich mich endlich den Studien über die Magie dieser Artefakte widmen. Wenn ich nur ausreichend Sekret hätte. Verflucht. Sekret? Ja, wie du sicher schon weißt, stelle ich die Elixiere für die Anrufung des Schläfers her. Ich benutze dafür das Sekret aus den Zangen der Mindcrawler. Du weißt doch, was Mindcrawler sind. Wir sagen einfach mal nein. Der soll uns mal erklären, was Mindcrawler sind. Nein. Das sind gefährliche Bestien, die durch die dunklen Minen kriechen und jeden Menschen verspeisen, den sie fassen können. Ihre Zangen enthalten ein ganz besonderes Sekret. Aus diesem Sekret stelle ich ein Elixier her, das uns den spirituellen Weg zum Schläfer zeigt. Erzähl weiter. Also, ich hatte vor kurzem eine Vision vom Schläfer persönlich. Er gab mir ein Zeichen.
Er gab mir zu verstehen, dass es ein anderes Mittel gibt als das Sekret der Zangen. Und er wählte mich, diese Mission weiterzugeben. Du bekommst diese Mission nicht von mir. Du bekommst sie vom Schläfer. Nicht möglich. Schweig nach! Er gab mir zu verstehen, dass mein Weg richtig ist, nur dass das Mittel nicht stark genug sei. Das bedeutet, das Mittel, was wir suchen, finden wir bei den Mindcrawlern. Nur die Zangen sind nicht ausreichend. Es muss etwas anderes geben. Habt ihr die Mindcrawler nie untersucht? Ich meine, vielleicht gibt es ein anderes Körperteil, das mehr von dem Sekret enthält. Natürlich haben wir schon einige Mindcrawler seziert, aber nur ihre Zangen scheinen das Sekret zu enthalten. Es muss etwas anderes geben. Finde ihr Nest und du findest die Antwort. Tja, jetzt wissen wir, warum das Kapitel das Nest der Mindcrawler heißt. Tja. So, fragen wir erstmal, wo wir die finden. Wir wissen es zwar, dass wir in die alte Mine dafür müssen, aber egal. Wo finde ich die Mindcrawler? In der alten Mine. Ich meine, ich habe gerne alle Dialogoptionen einmal durchgemacht. Wie kämpfe ich am besten gegen die Mindcrawler? In der Mine sind Templer. Sie jagen die Crawler wegen ihrer Zangen. Wende dich an Gor Navid. Er wird dir helfen. Na, das merken wir uns mal. Wie soll ich in der Mine das Nest finden? Das ist der schwierige Teil der Mission. Ich kann dir weder sagen, wo noch was du suchen musst. Aber der Schläfer wird bei dir sein. Na, dann bin ich ja beruhigt. Ich finde seinen Sarkasmus echt schön. Und was machst du denn da für Turnübungen hier? Jetzt rennt er einfach weg, ist klar. Iberion sagte mir, du würdest mich entlohnen. Das hat Iberion zwar nicht gesagt, aber ich meine, wir sind ja sowieso einer, der gerne überall was mitgehen lässt. Und gehören nicht diesem Lager an. Und selbst in unserem Lager haben wir die Burg ausgeraubt. Also, hallo, natürlich wollen wir noch hier mehr Belohnungen abstauben. Iberion sagt mir, du würdest mich entlohnen, wenn ich dir den Fokus bringe. Tatsächlich? Hat er das gesagt? Nun gut. Ich denke, 50 Erz sollten reichen. Ja, besser als nichts. So, jetzt können wir sagen, das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer oder das wird bestimmt eine finstere Sache. Oder eine finstere Suche. Wenn wir die erste Option machen, dann kriegen wir Heiltränke. Wenn wir die zweite Option machen, kriegen wir Zaubersprollen. Möge der Schläfer dich erleuchten. Zauberspruchrollen mit Licht drauf. Und ich will mal eben schauen, ob wir denn da nicht schon welche haben. Moment, wir haben Feuerball, Feuerpfeil, Heilung und Licht. Wir haben schon drei Lichtrollen. Ich glaube, das reicht vollkommen aus. Deswegen nehme ich mal die Heiltränke. Was willst du? Das wird bestimmt ein blutiges Abenteuer. Nimm diese Heiltränke mit. Ich gebe sie dir nicht, weil ich unbedingt will, dass du am Leben bleibst. Ha, nett. Sondern weil diese Aufgabe erfüllt werden muss. Naja. Wir sehen uns. Möge der Schläfer dich erleuchten. Ja, ist klar. Sehr charmanter Zeitgenosse, dieser Korkalom. Aber nun gut, wir haben Heiltränke bekommen. Boah, wir haben ja sowieso schon so viele Heiltränke. Krank. Was ist das? Trank der Geschwindigkeit. Ich wusste gar nicht, dass wir so einen haben. Tja, es ist ja auch schon irgendwie sehr, sehr lange her, dass ich das letzte Mal richtig Gothic gespielt habe. Aber gut, egal. Damit haben wir jetzt erstmal ein Ziel, nämlich die alte Mine, um da irgendwie mal das Nest der Mindcrawler aufzusuchen, zu schauen, was wir da finden können. Genau. Vielleicht können wir auch schon Raven Bericht erstatten darüber, dass wir halt den Fokusstein gefunden haben. Ich glaube aber, das geht erst, nachdem wir bei den Mindcrawlern waren. Und ich würde sagen, das machen wir einfach mal. Jetzt muss ich mal auf die Karte schauen. Also, das alte Lager liegt auf dem Weg zur alten Mine. Deswegen würde ich sagen, gehen wir da einfach mal vorbei und gucken, ob wir neue Waffen finden. Legen uns dann da auch mal schlafen, denn es wird ja gerade dunkel. Und ich überlege gerade, ob es Sinn ergibt, wenn ich zwischendrin dann ins neue Lager gehe, aber es liegt halt nicht so wirklich auf dem Weg. Und ich würde dann nur hingehen, um mal zu schauen, ob ich bessere Waffen finde. Was aber, glaube ich, nicht der Fall sein wird. Ich könnte aber zu Mordrak gehen, um mir Dietriche zu holen. Schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall erstmal hier so einen Trank der Geschwindigkeit trinken, damit ihr auch mal seht, wie das aussieht. Haha, und dann können wir nämlich sprinten. Das hält zwar nur eine Minute an. Na toll.
Außer natürlich, ich falle ins Wasser. Dann kann ich nicht sprinten. Aber, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, wo es lang geht. Oh, dieses Lager. Egal, wir gehen einfach mal den Weg hier entlang. Ich glaube, dann kommen wir am Ausgang raus. Ja, ach wunderbar. Hier wollte ich ungefähr hin. Gut, dann sprinten wir einmal rüber ins alte Lager. Wobei ich denke mal, dass der Trank nicht für den ganzen Weg ausreichen wird. Aber ist ja nicht schlimm. Ich meine, wir werden unterwegs auch noch ein paar Monster treffen. Die kann ich dann auch noch erledigen und mir die Erfahrung einstreichen. Und dann, ja, wie gesagt, gehen wir einmal schlafen und schauen uns nach besseren Waffen um. Und machen uns dann auf den Weg zur alten Mine. Ich glaube, das klingt nach einem guten Plan. Ich überlege gerade, ob es noch etwas anderes zu tun gibt im alten Lager aktuell. Aber ich glaube... Ach, das war schon eine Minute. Na toll. Das kam mir irgendwie sehr kurz vor. War das wirklich eine ganze Minute? Vielleicht auch nicht. Vielleicht hängt das auch irgendwie von den Frames ab. Denn ich habe den Frame-Unlocker installiert. Also diesen Mod. Und es kann natürlich sein, dass solche Tränke dann etwas kürzer wirken, weil das irgendwie von der Framerate abhängt und nicht tatsächlich einen Minuten-Timer läuft. Ich weiß nicht genau, wie das bei Gothic im Hintergrund funktioniert. Aber da gibt es ja das ein oder andere Spiel. Also mir fällt jetzt kein konkretes Beispiel ein, aber ich weiß, dass es das ein oder andere Spiel gibt, wo die Frames pro Sekunde tatsächlich absichtlich irgendwie auf einen bestimmten Wert festgelegt sind und das nicht höher gehen kann. Einfach weil sich sonst die Physik ändert oder irgendwelche Timer nicht richtig laufen und einfach weil sie schlampig programmiert sind. So, Scavenger, Varane, alles kein Problem. Wir sind ein mächtiger Held. Aha, sogar die Blutfliege kriegen wir tot. Aber wobei, eigentlich ist der Varan stärker als die Blutfliege, deswegen ist das jetzt nicht so besonders. Wenn sie denn mal herkommen würde. Jawohl. Aber hey, 70 XP mal eben so. Und wir brauchen... noch ungefähr 1540, um genau zu sein, bis zum nächsten Level up. Und dann haben wir ganze 40 Lernpunkte. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Also wenn wir mit einem schönen Vorrat ins fünfte Kapitel... ins fünfte Kapitel auch mit einem schönen Vorrat wäre auch cool. Aber ich meine eigentlich ins dritte Kapitel, auch wenn das jetzt noch ein bisschen hin ist. Aber wenn wir dann einen schönen Vorrat haben, das wird schon gut. So. Yay! In Zeitlupe fallen. Hallo? Wo verschwindet die hin? So, dankeschön. Ich dachte, die bleibt jetzt erstmal auf dem Pfosten liegen und geht nicht runter ins Wasser. Hat mich ein wenig irritiert. Ja, man sieht es auch daran, dass der Varan einfach mehr Erfahrung gibt als so eine Blutfliege, dass der stärker ist. Oh, wir können jetzt auch gleich da links nochmal in die Mole Red Höhle reinschauen. Da... wo wir den toten Gardisten gefunden haben. Ich glaube, Neck war sein Name. Ich bin mir nicht mehr sicher. Da, wo wir das Amulett oder den Ring gefunden hatten, dass wir dann einem der Schatten übergeben mussten. Was ich möglichst lange herausgezögert hatte, weil ich das Amulett halt nutzen wollte. Aber nun gut. Gucken wir erstmal, ob unsere Hütte noch steht, ob da nicht in der Zwischenzeit vielleicht jemand anderes eingezogen ist, so... Jemand wie Matt oder so. Ich hoffe, wir treffen ihn nicht. Aber es wird unvermeidlich sein. Der kommt gleich wieder irgendwo auf uns zu. Garantiert. Wobei, jetzt sind wir ja Schatten. Vielleicht lässt er uns ja jetzt in Ruhe. Weil wir halt kein Butler mehr sind. Beziehungsweise wir waren ja nie so richtig Butler. Ja, Fleischbraten, dafür muss Zeit sein. Es geht ja schnell. Ich meine... irgendwelche Keime oder Salmonellen oder so. Ach. Ich frag mich, ob auch Scavenger Salmonellen haben können. Ob man das kriegt, wenn man rohes Scavenger-Fleisch isst. Fragen. Da wären wir wieder bei dem Survival-Spiel. Wo man dann gucken muss, dass das Fleisch wirklich richtig durchgebraten ist, weil sonst wird man davon krank. Und es heilt nicht so viel oder so. Wobei, wenn das ein Spiel ist, das dann auch wirklich auf solche Krankheiten Wert legt, dann würde man ja durch Essen... vermutlich auch nicht direkt geheilt werden, sondern man muss irgendwie essen, um sich eine Nahrungsleiste zu erhalten und kann dann im Schlaf ein bisschen heilen oder muss halt irgendwie Heilkräuter finden und dann Bandagen machen. Warum komme ich da nicht hoch, bitte? Dann nehmen wir halt die Leiter.
Machen wir es mal halt klassisch, wenn ich sie anvisieren darf. Ich hoffe übrigens, ihr seht jetzt auch genug in dieser Aufnahme. Also ich weiß. Okay, wir gehen einfach den langen Weg rum. Ich habe keinen Bock, da jetzt irgendwie mit dieser Leiter herumzukämpfen. Ich weiß, dass ich genug sehe, weil ich spiele es ja gerade und ich komme hier ganz gut klar. Aber ich weiß nicht, wie das auf YouTube dann ist, denn auf YouTube ist manchmal so etwas ein bisschen dunkler und ich hoffe, es ist nicht zu dunkel für euch, dass ihr es noch gut erkennen könnt. Aber ich werde jetzt sowieso ins Bett gehen und einmal den Tag wieder vorantreiben, beziehungsweise die Nacht vorantreiben, um den Tag zu erreichen. Und dann könnt ihr wieder mehr sehen, falls es nicht der Fall ist. So, bis zum nächsten Morgen schlafen wir natürlich durch. Ein neuer Tag und nichts hat sich geändert. Genau, nichts hat sich geändert. Das sind immer so schöne Sprüche hier in Gothic. Und alle gehen ihrem Tagesablauf nach. Das finde ich in Gothic auch so schön, dass jeder NPC irgendwie so nachts schlafen geht. Und, oh Matt, nein. Hast du was zu essen für mich? Da ich ja sowas wie Besuch bin, fände ich es toll, wenn du mir was geben würdest. Das gehört sich so. Das haben mir meine Freunde in Korinis beigebracht. Die hatten mich echt gerne. Aha, wie wär's, wenn du einfach mal verschwindest? Wow, wie viel Schaden allein unser Faustschlag gemacht hat. Ach komm, wir holen uns noch ein bisschen Fleischwanzen-Ragout ab, wenn wir schon mal hier sind. Gomez! Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Dankeschön. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal in die Burg und reden mit Raven. Vielleicht können wir ihm tatsächlich schon irgendwie einen Teilreport abgeben. Na, Torus? Haha, jetzt darf ich einfach so in die Burg rein, denn ich bin ein Schatten. Haha. Aber ansonsten, ich glaube, handeln können wir hier noch nicht. Dafür müssten wir erst Gardist werden. So, wo ist Raven? Der müsste doch eigentlich sonst immer hier rumstehen. Hier ist Bartolo oder Barotto oder wie auch immer. Ich habe den Namen nicht ganz gelesen. Bist du Raven? Arto? Scar? Nein. Mit euch wollte ich nicht reden. Ein Gardist? Schläft Raven noch oder wie? Wie dunkel es von hier aus draußen aussieht. Ja gut, Raven ist irgendwie nicht da. Egal, ich denke sowieso nicht, dass wir großartig was von ihm kriegen können. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier irgendwie rumzustehen und zu warten, bis er auftaucht. Das kann mir ja nur noch um Stunden handeln. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal... Ich würde sagen, wir gehen mal zu den Händlern hier. Und... schauen, ob wir da was finden. Ach ja! Ja, hier ist so eine Bühne, ne? Und diejenigen von euch, die das Spiel gespielt haben und auch im zweiten Kapitel waren, werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, hä? Warum ist denn hier nichts los? Warum ist die Bühne denn einfach leer? Ja, das hat nämlich einen ganz guten Grund. Also erstmal für diejenigen, die das Spiel nicht gespielt haben. In Gothic gibt es einen Gastauftritt von der Band In Extremo. Die singen hier einen Song, nämlich Herr Mannelich. Und die sind im gesamten zweiten Kapitel da und man kann dann halt da hingehen und richtig Party machen und so. Das gibt es aber nur in der deutschen Version des Spiels. Und ich habe jetzt hier zwar die deutschen Sprachdateien drauf, es ist aber die internationale Version, weil ich sie halt von GOG habe. Ja, und es war halt wirklich nur in der deutschen Regalversion war dieser Auftritt vorhanden. Das finde ich jetzt an sich nicht schlimm fürs Let's Play. Denn so muss ich mir keine Sorgen machen, dass irgendwie das Video gesperrt wird, weil Inhalte von der GEMA entdeckt wurden. Das heißt, ich kann ja einfach lang gehen, muss mir da keine Probleme machen. Ich werde aber mal schauen, ob ich die Band mit Hilfe von Cheats reinkriege ins Spiel. Ich glaube, das funktioniert. Die fangen dann auch an zu spielen. Und wenn ich das hinkriege, wenn das läuft, dann werde ich noch ein Bonusvideo machen, wo ich euch das dann zeige, irgendwie ein paar Minuten. Und wenn das gesperrt wird, ja gut, dann wird es halt gesperrt. Dann habt ihr halt Pech gehabt. Aber zumindest beeinflusst das dann mein Let's Play nicht. Da bin ich ganz dankbar drüber. Mit dir wollten wir reden, Fisk. Hallo. Für Gomez. Zeig mir deine Ware. Boah, der viel Erz. 1800. Krass. So, was hast du denn für schöne Waffen? Ein Kampfschwert. Nö, also ich glaube, unsere Sachen sind wesentlich besser.
Oh, aber Dietrich hat eine Menge. Die kannst du mal rüberrücken. 160. Wie viele Erz haben wir eigentlich? Müsste hier irgendwo sein. 2500. Das ist ordentlich. Ja, aber ich würde sagen, ach komm, wenn der schon so viel Erz hat, dann soll er das alles mal rüberrücken. Wir gucken mal, was wir ihm so dafür andrehen können. Ich meine, wir haben ja eine Menge Zeug. Und dann haben wir ausgesorgt. So, den Steinbrecher brauchen wir nicht mehr. Die ganzen groben Schwerter, die wir alle geschmiedet haben. Hier, das kann er alles haben. So, okay, da kommen wir. Jetzt haben wir jetzt leider nichts mehr. Leichte Armbrust brauche ich nicht. Langbogen brauche ich auch nicht. So, dann können wir ihm jetzt noch Bolzen und Pfeile geben. Die Pfeile kann er komplett haben. Dann jetzt hier noch 3 Bolzen. Dann haben wir den gleichen Wert. Sehr schön. Bitteschön. Viel Spaß damit. Ich hoffe, du kannst es irgendwie gewinnbringend an irgendwelche anderen Leute verkaufen. Hat man hier noch einen weiteren Händler? Ich glaube nicht. Nö. Zumindest keinen, der sich jetzt irgendwie lohnen würde. Ja gut, dann müssen wir das nächste Mal, wenn wir bei Iberien sind, mal die Kisten ausnehmen. Das muss ich mir merken. Und ich würde sagen, das reicht jetzt auch erstmal für die heutige Folge. Ich werde dann offscreen mal zur alten Mine hinlaufen. Ich werde auch offscreen nochmal im neuen Lager vorbeischauen, ob wir da nicht noch bessere Waffen finden. Aber ich glaube tatsächlich, der Steinbrecher ist die beste Waffe, die wir kaufen können. Und da unsere Kampfklinge, beziehungsweise unser Furchtbringer noch besser ist als der Steinbrecher, werden wir in diesem Kapitel leider keine bessere Waffe bekommen. Was jetzt aber auch nicht so schlimm ist. Ja, und wie gesagt, wir werden uns dann in der nächsten Folge an der alten Mine wieder treffen, weil den ganzen Weg dahin laufen ist ja jetzt für euch nicht so spannend, denke ich mal. Ich werde dann unterwegs halt ein paar Scavenger oder so ermorden, aber das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ich würde sagen, bis dahin, macht's gut.